wo wir gerade eh schon, komm, wo wir gerade hier schon beim Hausfest waren, lass doch einfach mal direkt bei Knossi in die Reaction reinschauen. Der Jens hat nämlich ja vor ein paar Tagen schon eine Reaction hochgeladen auf unser Hausfest. Ich freue mich einfach sehr auf das Angelcamp jetzt nächste Woche. Das wird eine sehr, sehr wilde Erfahrung. Ich hoffe einfach, dass das Hausfest hält. Herzlich Abfahrt. Willkommen zum Internet. Ich bin auch echt oft gespannt auf die Stimmung da vor Ort. So. Ereignis des Jahres. Das ist der Moment, wo ich merke, ich bin komplett falsch vorbereitet. Mach mal. Es geht wieder los. Ein neues Land, eine neue Location. Neue Challenge, das ist nicht unser Hausboot, aber ähnlich. Warst du schon mal bei einem Knossi-Event? Ich war noch nie bei einem Knossi-Event. Knossi war zwar bei Next Level, aber der war noch nie bei meinem Event. Wenn ich im Wohnmobil schlafe, schläfst du mit mir. Ist das alles zu sehen? Ich sehe dich. Ihr habt alle auf die dritte Folge gewartet vom Hausfest. Das freut mich sehr. Ist ja online jetzt. Die vierte Folge wird auch sehr, sehr wild. Die ist ja, die drehen wir im Angelcamp. Und eigentlich ist der Plan auch, dass wir direkt am Sonntag vom Angelcamp die vierte Folge droppen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich muss das halt vor Ort schneiden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, weil der Schnitt schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich versuch's. Mal sehen. Auf jeden Fall kommt die vierte Folge aus dem Angelcamp. Bam, 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 bam. Bam, bam. Ihr kennt ihn alle, für mich der technisch talentierteste YouTuber, den es gibt, Marius Angeschrien. Wirklich ein Typ, der in einer Woche Häuser baut. Ne? In einer Woche baut er dir, er baut ja ganze Städte. Aber in real, mit der Hand alleine. Ne? So einer ist das. Wir haben uns gedacht, Marius Angeschrien soll ein Teil sein, zumindest technisch. Und deswegen... Wir hatten ja schon, also so zur kleinen Backstory, wir hatten ja schon drüber gequatscht, ob ich mit Pass zusammen was fürs Mittelalter-Camp mache. Das hat dann aber nicht geklappt, weil es ja zu kurzfristig war. Und wenn, wir haben ja gesagt, wenn wir was machen wollen, wollen wir was richtig, richtig Fettes machen. Aber umso geiler, dass es jetzt beim Angelcamp 2 geklappt hat. So. Wird es in diesem Jahr beim Angelcamp, und das sind noch nicht die geleckten Infos, ein Hausfloß geben! Und so wird's gebaut! Oh, 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 oh. Ich bin auch gespannt, wenn Jens auf den Schwimmtest reagiert oder die anderen auch vom Camp, weil das ist ja nochmal eine andere Nummer dann. Marius, der nicht trinkt, geht zu Knossis angekämpft. Was kann da schief gehen? Ich glaube, die Stimmung da vor Ort wird interesting. Alge, Alge, Alge. Vor so einem Monat hat uns Knossi angerufen und hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, für das Angelcamp 2 was Cooles zu bauen. Haben ein bisschen telefoniert und kamen dann alle zusammen auf die Idee, geil, dass so ein Hausfloß eigentlich ganz geil wäre. So, wir waren 6 Stunden im Baumarkt und haben... Boah, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ey, die ganzen Teile aus dem Baumarkt zu besorgen, war gar nicht so einfach. Ihr müsst euch überlegen, ne? Baumärkte sind ja eigentlich jetzt... nicht dafür da, um so riesen Holzmengen zu holen, wie wir die da gebraucht haben. Aber weil wir halt alles sehr kurzfristig machen mussten und sehr wenig Zeit für alles hatten, musste es halt alles durch den Baumarkt gemacht werden. So. Und das war eine Challenge auf jeden Fall. Zumal wir halt einfach auch, als wir das im Baumarkt alles geholt hatten, keinen Transporter hatten als Auto. Ja, da nicht alles immer direkt reingepasst hat. Wie kann man anfangen, ein Hausboot zu bauen? Wo würdest du anfangen, Chat? Ich hätte gar keine... Ich bin auch ganz ehrlich, warte mal. Da bin ich auch die falsche Ansprechperson. Ich habe während des Prozesses vom Hausboot ultra viel gelernt, aber den Anfang, die Anfangsplanung, ne? Da müssen wir mal kurz... Passi, komm mal kurz. So, weil wenn es um die erste Anfangsplanung vom Hausfluss geht, da bin ich der falsche Mann, den man hier fragen muss. Das ist hier, Monsieur. So, wie fängt man an, einen Hausfluss zu planen? Man... nimmt sich ein Blatt Papier und malt mal rum. Soll ich mal mein Blatt Papier holen? Ja, hol mir das Blatt Papier. Weil ich bin ganz ehrlich, ne, also ich habe handwerklich ultra, ultra viel während des Hausflusses gelernt. Ne? Ich konnte gefühlt davor nur so halbwegs schrauben. So Kappsäge habe ich auch noch nie vorher benutzt. Aber ich habe, das ist so das Handwerksprojekt, da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und auch gerade, weil ich fast ja auch bei der Planung natürlich geholfen habe und so. Aber so, ich sag mal, ich habe mich da auch sehr viel so auf Hassis handwerkliche Erfahrung so verlassen natürlich, ne. Weil ich bin von uns beiden so eher der Software-Mensch. So. Achso, boah, jetzt kommt der. Achtung, jetzt kommt der Leak. Die ersten Zeichnungen vom Hausfloß. So sahen die aus. Genau. Und da hat man im Grunde genommen dann ganz einfach die 8 Fässer aufgezeichnet. Die Länge, die man haben will. So ein Fass ist halt knapp unter 1 Meter lang.
mit den Zwischenbalken, so ganz grob. Das war aber nur die erste Variante mit langen Balken, was auch deutlich stabiler gewesen wäre. Und hier ist die erste Konzeptzeichnung gewesen, wie das ungefähr dann werden soll. Die Sache ist halt, warum wir das dann nicht so bauen konnten, und da wurde es dann halt richtig kompliziert, ist halt, wie ihr jetzt im neuen Video schon gesehen habt, wir müssen das ja irgendwie auch transportieren können. Und da weder von uns, keiner von uns, ich habe gerade überhaupt erstmal einen Führerschein und keiner von uns hat halt einen LKW-Führerschein, mussten wir es halt so bauen, dass es halt in normalen 3,5 Tonner reinpasst. Und das war das Schwierige. Genau, weil auch die Maße, ne? Man hat meistens nur 1,90 Höhe maximal. Man hat meistens eine Länge von 3, die ganz langen sind 4 Meter. Aber das war es dann halt auch. 1,60 Breite, 1,80 Breite. Und deswegen, also das war auf jeden Fall schon eine Challenge. Da hat er recht. Also wir wussten beide auch nicht von Anfang an, wie macht man das jetzt. Wir haben es halt währenddessen halt so ausprobiert und geguckt, wie es dann wird. Einen Abend vorher habe ich nochmal angefangen, mir nochmal neue Gedanken zu machen. Ja, voll. Und dann während des Prozesses genau eingekauft, dann haben wir während des Prozesses auch nochmal dieses 3D-Modell gemacht, was auch nochmal gut geholfen hat, um so eine Idee zu bekommen, wo wir überhaupt hinwollen. Aber ja, genau wie Jens auch, hatten wir jetzt am Anfang auch nicht direkt den Plan, wie man jetzt genau einen Hausfloß baut, honestly. Nee, gar keinen Plan, um ehrlich zu sein. Eine Idee, wie man das baut! Wie willst du das eigentlich ins Ausland bringen? Wie bringen wir denn das ins Ausland? Das habe ich ja gerade erklärt, ne? Mit dem Transporter. Ich hoffe, dass sich Marius da gedacht hat. Komplette Stille im Chat, alle fasziniert. Genau so. Haben wir uns Gedanken gemacht, keine Sorge. Wer von euch hat am meisten geschnitten? Ey, wir hatten zum Glück keine Verletzungen. Ein paar Splitter so, also ein Splitter mal so im Finger oder sowas. Aber jetzt nichts mega krasses irgendwie, glücklicherweise. Ne? Also das muss man dazu halt auch sagen. Ihr denkt jetzt auch so scheiße. Oh Gott, Alter. So blöd kann keiner. Also da hätte ich auch gewusst, dass man unten bei dem Ding einfach einen Stein drauflegt. So schlau wäre ich auch gewesen. Ja, ist ja gut. Na also! Ohne passive Maß komplett am Arsch. Ey, ohne Scheiß. Also bei dem Projekt wäre es auf jeden Fall nicht so smooth gelaufen ohne Passiv. Das kann man nur sagen. Und Passiv sind einfach, das ist halt das Coole bei uns. Wir sind halt ein echt super eingespieltes Team, was alles angeht. Ne? Wir ergänzen es halt super. Passiv ist halt so mega das Brain, was so Organisation angeht, was so Handwerk angeht und so. Und ich kann halt gut alles, was so mit Programmieren, was so mit Entwickeln, Technik, was so mit auch so die, sag ich mal, sagen, kreativ sich ausdenken und sowas. Da ergänzen wir uns halt super. Und das ist halt einfach mega, mega geil. Wir kommen in unserer Base, die jetzt hoffentlich nicht mehr wegfliegt. Das kommt konzeptionell jetzt. Na, sieht doch gut aus. Da schon ordentlich arbeiten. Ja, wie die Profis. Das hier muss ja drauf schwimmen. Ja. Was soll das denn heißen? Bin ich der Dickste von uns oder was? Marc ist auch seit dem ganzen... Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. ...ganzen Jahr schon auf Massephase und hat's Trainieren vergessen. Das wird dieses Jahr, ist das Angelcamp der Gemästeten. Ich glaube... Nur ästhetische Bilder am Angelcamp. Ich glaube, also ich bin ja gerade dabei, ein bisschen abzunehmen, aber das ist trotzdem schwer. Ja, schwer. Ja. Du bist auch wie ich seit 2 Jahren auf Massephase, ne? Ja. No. So. Gezwungenermaßen. Hast du denn ein Gewicht... Wir haben, by the way, wir wussten auch nicht, guck mal, wir müssen ja natürlich auch so wegen Schwimmen und sowas beim Floß, mussten wir auch so schätzen, wie viel wiegen die Jungs. Wir sind einfach mal so aus Sicherheitsgründen, sind wir mal ausgegangen, dass jeder von den Vieren so 100 Kilo wiegt, also 400 Kilo für 4 Personen, und damit haben wir so schwimmmäßig gerechnet. Uns. Oder sagst du, nee, ist mir zu, also das ist mir zu. Ich habe jetzt keine Waage hier, ne, aber ich weiß es ungefähr, weil ich schon mal so dick war, vor 2 Jahren war ich schon mal so dick, oder war ich schon mal so fett. Aber ich nehme ja auch nur am Bauch zu, ne? Das ist komisch. Und im Gesicht. Sascha und 100 Kilo. Ja, guck mal, Leute. Sascha ist so die Pufferzone. Das, was die anderen vielleicht zu viel wiegen, das rettet Sascha wieder rein. Das wären die ästhetischsten Bilder in diesem Angelcamp 2, ne? Habe ich auch gesagt. 95. Okay, ich bin jetzt ein bisschen unentschlossen. Also es ist aber nur 1 Kilo unentschlossen mäßig. Ich sage jetzt mal so, also ja, zwischen 84 und 85 Kilo würde ich jetzt schätzen. Digga, Jens, geht's dir gut? Mann! Hört ihr das? Alter, hat irgendjemand gecheckt, dass ich im ersten Video einfach Jingle Bells als Hintergrundmusik reingemacht habe, so als Joke, weil ich sag, hört ihr das? Eltern müssen Millionäre sein, ne? Ist von der Mutter der Garten, ne? Alter, wie... Meine Eltern haben die Reaction auch gesehen. Die haben einfach nur geschrieben, musst reiche Eltern haben und mit so einem mega Lachsmiley. 4 Millionen auf dem... Also meine Eltern sind keine Millionen. Kontoschätzung in den Chat. 4. 4,2. 6,8. Der Vater nochmal auf dem Privaten irgendwo. Auch bei der Postbank. Ey, das hat Auftrieb. Ich kann mich da draufsetzen. Genau, machen wir ein bisschen Floßbewegung.
das ist doch keine Floßbewegung. Diese Bewegung. Das ist die beste Floßbewegung, die ich machen konnte. Wenn ich aus anderen Lebenssituationen. Ah ja. Wenn richtig unter Wasser ist, dann. Hier? Aus welchen Lebenssituationen denn? Kommt da auf jeden Fall Wasser rein. Dann müssen wir jedes Fass nochmal abdichten. Wir ballern hier an die Unlichtstelle ein bisschen Dichtungsmasse jetzt. Das Ding säuft ab. Dicht halten dann. Wer hat jetzt schon das Gefühl, oh je, das Ding muss 4 Tage auf dem Wasser schwimmen. 4 Tage. Ja, das läuft nicht ab, komm. Hier, der Schwimmtest, wir haben den Schwimmtest schon gemacht. Es schwimmt schon mal, so halbwegs gut. Wasser. Und die wichtigste Info. Ich weiß nicht, ob er das in seinen Videos gesagt hat, aber die werde ich euch danach sagen, was es auch mit diesem Hausfloß noch auf sich hat. Da passiert nämlich noch einiges im Camp mit, das kann ich auch sagen. Also ich habe jetzt auch bei dem 9. Hausfloß-Video, was ja heute online gekommen ist, bei der 3. Folge, viele schreiben sehr viele Sachen in die Kommentare. Ich will jetzt auch nicht genau sagen, welche, weil ich kann und darf auch nicht spoilern so. Aber in der 4. Folge und im Camp selbst wird noch sehr, sehr viel am Fluss passieren und sehr, sehr viele neue Features, die vielleicht der eine oder andere doch vermisst, drankommen. Also wir haben da noch echt viel geplant. Es wird fliegen können, wahrscheinlich, oder? Xerial, das sind solche Lauchs, aber wenn du Bomber da drauf hüpfst. Chat, was? Habt ihr gerade jemand einer gesagt, die Fässer tragen 200 Kilogramm? Weißt du, was ich mir Sorgen mache? 210 sogar. Dass das Fass. Ding einfach wackelt wie Sau, ne? Das ist tatsächlich, also ey, ohne Scheiß, als ich da drauf stand dann beim Schwimmtest, das ist echt sehr viel wackeliger, als ich dachte. Also seekrank darfst du nicht sein. Weißt du, wenn wir alle mal da drauf sind und rausfahren, stell mal vor, wie das wackelt wie die Sau. Da hast du ausgerechnet, dass das dann ausschwimmt. Ja, wir haben ausgerechnet, dass das... Mann, wie sehe ich denn schon wieder aus? Mann! Warum sehe ich in manchen Lebenssituationen wirklich aus wie Karl Dall mit 75? Ja, da bin ich gerade aufgestanden oder was. Der hat mich da irgendwie... Das ist morgens, weil du rauchst. Schatz, ich muss aufhören zu rauchen. Kriegst du einen Schock morgens, wenn du neben mir aufwachst? Kriegst du einen Schock, wenn du morgens neben mir aufwachst, wie ich aussehe? Ja, ich krieg einen Schock, weil ich manchmal denke, dass du tot bist. Ja, die Freundin frontet komplett durch. Halt auch schon wie tot, wenn du schläfst. Mit Mund offen und Augen halb zu und halb offen, weißt du? Da krieg ich einen Schock, ja. Na und? Mein Kontostand hat sie ins Haus geholt. Ihr Fische. Ja, die Lache. Also man muss sagen, wenn ich das Floß so sehe, es ist sehr lang, ne? Es ist Tanzverbot mit 16 Monaten, Leute. Da ist halt auch der Tanzi, mein Schatz. Kommt Tanzi auch dieses Jahr? Fragt ihn. So aber bezüglich dieses No-Sense-Raps, ich will halt auch mal richtige... Knossi-Streams sind auch einfach nur fast telefonieren die ganze Zeit, oder? Musik machen, weißt du? Ich will nicht, dass jeder Künstler seine Musik macht und dann komme ich darauf, jo Leute, seid ihr bereit für Tanzverbot? Ende bitte, weißt du? Aber, Alter, mach das doch. Ich glaube, ey, wie geil wäre es, wenn Tanzi auf einmal richtig rap, wie krass. Und das im Angelcamp. Das meine ich doch. Ja, dann machen wir das doch. Pass auf, dann machen wir jetzt mal Challenge in your life. Hier kommt deine Challenge, Tanzverbot. Ab jetzt 10 Tage Zeit, um deinen Track fertigzustellen und den live Samstagabend im Angelcamp zu performen. Bist du bereit? Ja. Ich habe Kea auch schon kennengelernt. Ich fände es so cool, wenn er es macht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob er es durchzieht. Ich fände es so geil, wenn er es durchzieht. Und hier ist das Endergebnis. Perfekt, jetzt ist das Ding. Jetzt kann man genau da loslegen, wie du losrappst nach 10 Tagen. Gottes Willen. Komm. Ich krieg einen Herzinfarkt. Guck mal, wie die Leute das wäre richtig krass. Das wäre echt krass. Ja, mal gucken. Das ist echt krass. Knossi reitet immer alle in die Scheiße. Ob ich es hinkriege. Ruf Paul an. Der kann dir bestimmt helfen. Oh, von der Leifensorte. So, ganz kurz. Ey, es ist hier gerade was im Stream. Ich sag ja, es ist so richtig Callcenter bei ihm. Jetzt auch noch mit Sido. Passiert, ich habe Tanzverbot die Aufgabe seines Lebens gegeben. Was denn? Pass auf, der war hier einfach im Chat. Ich so, zack, ruf den an, bla 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 bla. Dann habe ich es mit ihm gehabt über ihn, wie er für mich wirkt und dass er sich oft nicht traut, obwohl Leute das geil finden und dass er sich ruhig häufiger trauen könnte und auf Bühnen und sowas und das ist doch geil und so. Der wirkt sich für dich? Was? Hä? Der wirkt sich für dich? Wie wirkt sich für dich? Du hast gesagt, der wirkt sich für dich. Er wirkt für mich, das meinte ich. Er wirkt für mich, wie wenn er sich oft nicht traut. Der wirkt für dich mit B. Der wirkt mit K. Hä? Der wirkt. Sieht das auf einem Planeten unterwegs, glaube ich. Für mich. Was? Okay, ja, und dann? Also habe ich ihm die Aufgabe gegeben,
ab jetzt, und er ist einverstanden, ab heute hat er 10 Tage Zeit bis zum Start des Angelcamps, einen Real-Rap-Track zu machen und den im Angelcamp Samstag zu performen. Er macht es. Was willst du, was muss ich jetzt machen? Ich wollte dich vorwarnen, der wird wahrscheinlich um Hilfe beten. Der wird wahrscheinlich gleich anrufen und sagen, ich weiß mir nicht zu helfen, was soll ich tun? Knossi hat mich in die Scheiße geritten, das wollte ich dir nur sagen. Na, dann hast du mich ja jetzt auch in die Scheiße geritten. Also ich bin jetzt in der Scheiße drin, also in der Scheiße einfach drin. Ne? Dann stecken wir alle bis zum Hals in der Scheiße halt mal. Na, und man ist doch auch mal okay, Mann. Okay, ich sag euch ganz ehrlich. Wieder zurück zum Haus los. Du wirst absaufen. Du wirst, das Ding wird untergehen. Das wird untergehen, live. Wir werden live dabei sein, wie diese Scheiße absäuft und wir alle mit Rettungswesten. Ah, von der Titanic. Ich hoffe einfach nicht, dass es absäuft. Das wäre schon sehr sad. Wir haben da so viel Herzblut und so viel Arbeit reingesteckt in das Ding. Es wäre sehr sad, wenn es am Ende absäuft, wirklich. Das ist natürlich ein legendary Clip so, aber ich wäre schon sad, wa? Tanzverbot spielt weiter Geige bis zum Ende. And you're here whenever I see auf dem Dach. And I know that my heart will go on. Ich mit Rettungsweste. Bumm. So wird's sein. Ohne Witz. Wie krass wär's? Wär auch geil. Jungs, bin safe zum Absaufen. Also die Jungs werden dem Ding auf jeden Fall nochmal einen anderen Test unterziehen als wir, ey. Du bist auch auf dem Boot schlafen. Das. Jetzt hat er's verraten. Es wird wieder 4 Schlafmöglichkeiten geben. Eine ist das Wohnmobil. Eine ist das Zelt. Einer schläft draußen und einer schläft auf dem Wasser. In die Frage ist, können alle schwimmen? Deswegen haben wir Schwimmwesten drauf. Wissen wir nämlich auch nicht. Diesem Floß. Deshalb haben wir 2 Matratzen bestellt. Und ich glaube, das Floß ist dann tatsächlich gar nicht so eine schlechte Schlafmöglichkeit, honestly. Patti hat nämlich schon mal hier Betten reingebaut. Hier. Und dann kann man einfach hier im Floß pennen. Alter, jetzt sag mal ganz ehrlich, Chat, ist das eine Strafe in diesem Floß? Ich würde sagen, der erste Platz. Am besten schläft sich's im Wohnmobil, im Luxus. Der zweite Platz ist schon das Hausfloß. Es wackelt natürlich, es wird vielleicht gekotzt und so, weil es wackelt. Aber das ist der zweite, das ist der zweite beste Schlaf. Das ist mein, ja, du musst wirklich ein bisschen seefest sein auf dem Ding, je nachdem wie windig es ist, so, ne? Go away from my window. Danke für die Stufe 1 Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Platz. Ich bin so stolz auf ihn, so happy, ne? Ich würde sagen, wir haben so eine geile Montage verdient, oder? Ey, bei der ersten Folge wusste ich schon, dass ich die Montage auf, also als ich angefangen habe, die erste Folge zu schneiden, habe ich schon diesen Song gehabt für die Montage, weil ich wusste, das ist der Song. Alter, es ist einfach legendär. Es ist legendär. Es sieht echt sehr cool aus, bin auch schon sehr stolz drauf. So, jetzt noch die Frage, schwimmt das Ding? Tür hat's keine, ne? Also das heißt, wenn hell wird, ist da drin halt auch hell, ne? Ja, durch die Fenster ja sowieso. Fliegengitter finde ich irgendwie. Hat Jens uns ja schon angerufen, yo, Fliegengitter, dies, das, Mücken, haben wir besorgt natürlich. Wäre schon schön. 2 Leute dort schaffen, yes. Ne? Ja, ey, ihr habt das brutal gemacht. Ne? Ach stimmt, ich rufe mich auf einmal Jens an und wenn mich Jens anruft, weiß ich, es ist zu 80% ist er im Stream. Und wenn mich Jens im Stream anruft, kriege ich immer so ein bisschen Stress, weil ich nicht weiß, was ich jetzt sagen darf und was nicht, weil natürlich gibt es halt zum Angelcamp mega viele Infos, die halt jetzt nicht irgendwie geleakt werden dürfen und so. Da bin ich immer so, oh fuck, was kann ich denn überhaupt sagen? Und warte, bin immer so voll am Rumdrucksen, weil ich nichts sagen will, was ich nicht sagen darf. Das ist immer so voll die schwierige Situation. Ist das Floß jetzt noch bei deinen Eltern im Garten? Was denn zum Beispiel? Ja, ihr Pfeifetzer, als ob ich das jetzt sage. Nee, das ist schon raus, aber wie? Das zieht man dann im Nächsten. Also das ist halt auch so eine Sache, das wollte ich auch noch nicht erzählen, weil ich wollte halt nicht leaken, wie wir es genau machen, weil das so die Top-Kommentare waren unter den Folgen davon. Ihr müsst es doch ganz, ihr müsst sie auseinandergeschraubt haben, oder? Das, was, keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Ach so. Das ist noch ein Geheimnis. Ach, kommt ein Video, ja? Und Schwimmtest. Schwimmtest auch. Schwimmtest, der kommt noch. Hast du den gemacht schon? Oh, wir waren schon an was. Schau ich den Schwimmtest an. Also er lief gut. Es ist eine Sache ziemlich schief gelaufen, aber eine lief gut. Ach, oh, wie das war. Oh mein Gott, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Oh nein, das Ding ist abgesoffen. Nicht ganz. Was? Es ist nicht ganz abgesoffen. Seht ihr im Video, es war keine Lei. Nicht dein Ernst. Also, es hat ein bisschen geknackt. Im Camp kriegen wir es bestimmt gut zum Schwimmen. Sagen wir mal so. Ist das? Ja gut, beim Telefonat war ich jetzt dabei, da muss ich jetzt noch nicht drauf reacten mehr. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt aufs Camp, weil ich glaube, da wird nochmal eine andere Stimmung herrschen einfach, ey. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL.